Bilder wie diese hat man bei Alemannia Aachen schon lange nicht gesehen. Nach erfolgreichen Jahren im Profifußball ist der Traditionsverein am Boden. Zum Ende der Saison 21/22 steht der Regionalligist knapp vor dem Absturz in Liga 5. Für das Team von Trainer Fuat Kilic geht es am vorletzten Spieltag der Saison um alles. Bei einer Niederlage droht ein direkter Abstiegsplatz. Die Situation ist angespannt. Im inzwischen neu erbauten Tivoli sehen die Alemannia-Fans jetzt nicht mehr die großen Bayern, sondern Gegner wie Sportfreunde Lotte, SV Rödinghausen oder so wie heute die zweite Mannschaft von Fortuna Düsseldorf. Die Fans aber sind die gleichen geblieben. Egal ob alt oder jung. Sie unterstützen ihre Alemannia, egal in welcher Liga. 10.000 von ihnen sind heute gekommen. Einer der treuen Fans ist Heinz Schmidt. Seit über 50 Jahren unterstützt er seinen Verein. Hab die Hochs und Tiefs der Alemannia mitgemacht in der Vergangenheit. Und ich bin nach wie vor überzeugter Alemanne, denn das ist unser Heimatverein und die spielen unseren Fußball. Jetzt muss der Aachener Fußball zeigen, was er kann. Im vorletzten Spiel der Saison müssen 3 Punkte für den Klassenerhalt her. Es ist ein von Anfang an umkämpftes Spiel. Doch nachdem Aachen die ersten Chancen liegen lässt, der Schock. Düsseldorf geht in Führung. Doch noch vor der Pause kann Aachen den Ausgleich erzielen. In der zweiten Halbzeit geben die Fans nicht auf. Und mit der Lautstärken-Fankurve im Rücken geht Aachen tatsächlich in Führung. Alemannia Aachen hat das Ziel erreicht. Der Abschied konnte gerade noch so verhindert werden. Ja, das ist natürlich großartig. Man sieht, was hier los ist. 10.000 Zuschauer. Ja, eine Riesenstimmung. Es sind so viele Steine vom Herzen gefallen dann nach dem Schlusspfiff. War sehr emotional. Und nach packenden 90 Minuten darf endlich ausgiebig mit den Fans zusammen der Klassenerhalt gefeiert werden. Klassenerhalt ist erreicht. Doch wie geht es nun nächste Saison weiter? Wir
Wir haben eine junge Mannschaft und die junge Mannschaft muss an den Spielbetrieb herangeführt werden. Und da kann man keine Spitzenleistung erwarten. Aber das muss sich langsam aufbauen und ich bin zuversichtlich, dass wir in 10 Jahren wieder in der zweiten Bundesliga spielen. Bis es aber soweit ist, wird erstmal weiter zusammen gefeiert. Denn eine Sache macht den Fußball ja ganz besonders. Bier, auf jeden Fall Bier.